Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Player Blacktail Innocence. Wir suchen weiterhin die Zelle nach unserer Mutter. Im Keller soll sie sich befinden und wir sind doch gerade auf dem Weg dorthin. Nämlich mit dem Herrn Nikolas. Wo ist er denn jetzt hingegangen? Links oder rechts? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal hier lang. Von der anderen Seite höre ich nämlich Schritte. Okay, da geht es natürlich nicht weiter. Sehr gut. Vielleicht wartet er ja auf uns. Keine Ahnung. Wir sind auf der Suche nach unserer Mutter. Hugo ja vom Château d'Ombrage ausgebrochen und hat sich quasi der Inquisition gestellt. Okay, das ist immer anscheinend richtig. Ein Garten, der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Ist er das jetzt oder ist das wieder wer anderer hier vorne? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir hier bestimmt weitergehen. Ja, jetzt sind wir hier in irgendeinem Kloster der Inquisition. Wo genau, wissen wir leider selber nicht. Wir haben den Großinquisitor gesehen. Okay, da geht es überhaupt nicht weiter. Da sitzt überall niemand. Wir haben den Großinquisitor gesehen. Wir haben den Erzbischof gesehen und haben auch in der letzten Folge gehört, dass der Erzbischof und der Papst beide nicht einverstanden sind. Senor Nikolas, Glückwunsch zur Gefangennahme des Jungen. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Pah! Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? Naja, hier sicher nichts zum Essen bringen. So viel ist schon mal klar. Okay, und der andere folgt ihm. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt. Woher wussten wir denn überhaupt, dass die Mutter hier ist? Ich meine, das hat uns ja niemand gesagt, oder? Wir wissen ja nur aus der Zwischensequenz, sie hat mitbekommen, wo Melie damals Amicia und den anderen erzählt hat, dass die Mutter noch lebt. Aber hat sie gesagt, wo sie ist? Ich weiß es gar nicht mehr, muss ich zugeben. Kann natürlich sein, aber wie kommt eine Fünfjähriger dort einfach so hin, mitten in der Nacht, im Winter vor allem? Ja, geht. Schnell. Das ist eine andere Frage. So, da vorne steht der Nächste, da kommen wir auch nicht hin. Hä? Okay. Gut. Das sollten wir ein bisschen ruhiger angehen, vor allem, weil es hier auch in dem Garten ein Sammelobjekt gibt, nämlich etwas für Hugos Herbarium. Und das lassen wir natürlich nicht hier rumliegen. Da müssen wir dann lieber mal ein bisschen Ruhe walten lassen und mal gucken, wo wir da jetzt wirklich hinkommen werden. Irgendwo hier zwischen den Sträuchern soll es sich befinden. Sollen wir mal ganz kurz gucken, da sieht es halbwegs gut aus. Sind natürlich überall die Soldaten unterwegs. Aber noch kommen wir da wenigstens durch. Wie schafft's ein Fünfjähriger, alleine im Winter in der Nacht vom Château d'Ombrage auszubrechen, wo wir es zu dritt nur irgendwie gerade so hingeschafft haben, und nach der Mutter zu suchen und dann auch noch direkt ins Lager der Inquisition zu kommen? Da haben wir die Blume übrigens. Das ist eine große, große, große Frage, die ich mir stelle. Und ich glaube, ich finde auch so schnell keine Antwort drauf. Ich darf die Bären nicht berühren, sie sind gefährlich. So, das Nachtschattengewächs haben wir hier auch. Das sieht natürlich wieder irrsinnig gut aus, wie alle Pflanzen, die wir mittlerweile hier schon gefunden haben im gesamten Spiel. Der schwarze Nachtschatten. Und was es damit auf sich hat, das werden wir uns natürlich jetzt gleich mal durchlesen. Der schwarze Nachtschatten gilt als Symbol der Wahrheit, wird von manchen allerdings mit schwarzer Magie in Verbindung gebracht und ist daher auch unter anderem besorgniserregenden Namen bekannt, nämlich dem Teufelskraut. Teufelsdreck oder Sautod. Die Giftigkeit seiner Beeren ist nicht zu unterschätzen und kann tatsächlich zum Tod führen. Naja, hat schon ein bisschen was Mystisches, diese Pflanze hier. Stimmt, das ist wahr. Aber das Wichtigste ist ja die erste Zeile, und zwar: Der schwarze Nachtschatten gilt als Symbol der Wahrheit. Und den finden wir bestimmt nicht einfach so genau hier. Was kommt da jetzt hin? Ihr Browser sieht gut aus. Das finde ich schöner. Was? Gut, dass das jetzt hier angezeigt wird, mitten im Spiel. So. Seht ihr nicht, weil ich nur das Spiel aufnehme mittlerweile und nicht mehr den gesamten Screen wie früher. Mittlerweile habe ich OBS so programmiert, dass er wirklich nur das Spiel aufnimmt. Also da sieht man nicht, wenn da irgendwas einploppt, Gott sei Dank. Und mittlerweile habe ich auch zwei Monitore, das heißt, ich habe das ganz gut im Blick, was da angezeigt wird und was nicht. Ich kann jetzt hier auch raustappen und das mache ich vielleicht auch gleich mal. Denn ich habe gerade gesehen, mir fehlt... Oh. Ah. Ja, ruhig. Kommt gleich irgendein Video da im Hintergrund. So, machen wir mal hier stumm schalten, dass das nicht mehr aufploppt. Ich wollte noch mal ganz kurz gucken, dass man da meine Dingsbums da sieht.
wo wir die Sammelobjekte zu finden haben. Ich habe das ja immer, also quasi nicht genau den Ort, aber wo in etwa die Sammelobjekte zu finden sind. Und das habe ich immer ganz gerne auf meinem zweiten Monitor offen, damit wir da nichts verpassen. Wie beispielsweise das hier, das wir ja verpasst haben. Leider Gottes eins von diesen Geschenken. 4 Dinge fehlen uns noch, 2 Blümchen und 2 Kuriositäten. Also ein bisschen was. So, aber in diesem Kapitel gibt's nur das eine. Nämlich die Blume. Ah, da haben wir ihn ja. So, er geht da nach vorne. Ich guck mal ganz kurz da auf diese Seite. Okay, ich glaube, da vorne kommen wir sowieso nicht weiter, so wie es aussieht. Nope, die Tür ist zu. Da ist Ende im Gelände. Das heißt, wir müssen sowieso da nach oben gehen. Na gut. Ah. Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden. Wenn wir nichts unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann lasst uns beten, dass Vitalis Beschwörungszeremonie tatsächlich stattfindet. Wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden hier auch nicht mal wirklich weiterkommen. Wir können ja mal gucken, ob es auf der anderen Seite irgendwo hingeht. Ich weiß nicht genau. Vielleicht da oben? Die Tür ist ja nicht unbedingt da für uns zugänglich. Ach, warte mal, da hinten geht's weiter. Nee, da geht's auch nirgends wohin. Hä? Warte mal, ich geh nochmal nach draußen. Die Ratten bauen sich die Nester aus den Leichen der Toten. Gut, das ist... Oh nein, woanders lang, schnell! Hauptmann, man hat mir gesagt, der Träger der Makula sei hier. Stimmt das? Das Kind hat sich heute Morgen selbst gestellt. Anscheinend gab es eine Meinungsverschiedenheit mit seiner Schwester. Ah, er ist noch ein Junge, richtig. Kaum zu glauben, dass er uns alle retten wird. Wenn alles nach Plan verläuft. Dafür werden wir Sorge tragen. Es ist ja eigentlich kaum zu glauben, dass all die Soldaten hier glauben. Oder all die Ritter hier glauben, gerettet zu werden. Der Großinquisitor rettet ja damit, wenn überhaupt, nur sich selbst. Wer sagt denn, dass all die anderen auch gerettet werden? Wer sagt denn, dass der Großinquisitor so ein großzügiger Mensch ist? So sieht er zumindest nicht aus. Und das hat man also auch nicht unbedingt gehört, wie er mit dem Erzbischof geredet hat. Da hat das nämlich so geklungen, als ob er schon langsam größenwahnsinnig wird, beziehungsweise eigentlich schon ist. So, wo müssen wir denn da jetzt hin, sagt mal, Freunde? Geht's da vorne wirklich weiter? Gut, ich glaube, wir haben keinen anderen Weg. Wir müssen hier durch. Dass das niemand merkt, dass wir hier sind, das wundert mich schon. Da ist irgendjemand gestorben. Und der hat hier ohne Handschuhe, na gut, ich weiß gar nicht, ob es hier zu der Zeit überhaupt schon gab, Handschuhe. Grabbelt der den einfach mal ab. So, man hört die Ratten. Ah ja, da sind sie, die Ratten. Da sind sie und nicht nur Ratten, sondern auch Tote. Also Menschen, nicht Ratten. Sagt mal, eure neuen Ratten hier. Wir müssen sie transportieren und... Ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Aha. Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Weil die nicht sind wie die anderen. Das sind anscheinend die Ratten, die gegen die anderen ankommen sollen. Es wird sich aber nachher zeigen, wer überlebt. Die da hinten oder die hier. Das ist anscheinend so eine Art Nachzucht, die möglicherweise als Plan B in die Welt gesetzt werden soll, die vielleicht als Nahrungsquelle die anderen Ratten da vorne haben, dass sich die dann gegenseitig auffressen. Aber die große Frage wird sein, wer von den beiden Sorten setzt sich dann durch? Vielleicht verspeisen die Ratten die hier einfach so. Kann natürlich auch sein.
haarlose weiße Ratten gegenüber den schwarzen Ratten da vorne. Und die Go kann die natürlich nicht hören. Weil die nicht mehr mit der Prima Macula zusammenhängen. Das ist ganz logisch. Hey, Kleiner, hilf mir. Nein. Hilf mir. Was hat er denn nun schon wieder? Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein. Ihr werdet alle zur Hölle fahren. Ihr und eure verfluchten Ratten. Und die fügen hier anscheinend sogar ein paar Experimente aus zwischen den normalen, schwarzen, behaarten Ratten. Ist nicht zu sehen. Und den neuen, grauen, haarlosen Ratten. Interessant. Das ist schon wirklich sehr, 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 sehr interessant. So, was gibt's da zu finden? Gibt's überhaupt was zu finden? Ich glaube eher nicht. Das wäre wahrscheinlich ein anderer Weg gewesen, um daher zu kommen. Egal. Genießt die Ruhe. Da ist der Herrin, Mama. Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Sie sollen eure Kinder sein. Euer Stolz. Das ist schrecklich. Ach du Scheiße, mit was füttern die die bitteschön? Ich dachte, die Ratten... Also diese hier, die neu gezüchteten, sollen die anderen füttern. Aber da werden gerade die Leute ausgeblutet, damit die neu gezüchteten Ratten dieses Blut dann fressen. Aber warum? Dann sterben ja erst recht wieder welche. Dann hat ja das erst recht keinen Sinn, weil ja dann erst recht wieder Leute sterben, um die Ratten irgendwie bei Laune zu halten. Eieieiei. Und dass da jemand freiwillig hier hängt, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Okay, der geht da hinten weiter. Wir gucken mal ganz kurz in diese Richtung. Mal gucken, was wir da so finden können. Das ist ja wieder spannender und spannender und spannender hier in den Häusern der Inquisition. Dass wir hier sowas finden, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, muss ich zugeben. Eieieiei. Neue Ratten werden gezüchtet, und zwar mit dem Blut der Leute. Wird sie kooperieren. Ja, aber der Sohn rennt ja hier schon durch die Gemäuer. Der ist ja gar nicht mehr dort, wo er glaubt zu sein. Oder wo ihr glaubt, dass er ist. So, was gibt's da? Nix, okay. Genauso sieht's auf der Seite aus. Durch die Tür kommen wir sowieso nicht durch. Das heißt, da geht's weiter. Senior Nicholas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Drohung. Geschieht ihr recht. So eine gebildete Frau. Sie hätte sich uns anschließen sollen. Sie ist viel zu stur. Aber damit wird unser Folterknecht schon fertig. Na, genau deswegen hat sie sich ja wahrscheinlich nicht angeschlossen. Weil sie eben so eine gebildete Frau ist. Da oben liegt eine lecker Salami. So, sie muss in der Nähe sein. Ich glaube, mittlerweile sind wir im Keller angekommen. Okay, da vorne geht der Weg weiter. Lass mich wenigstens da draußen sterben. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Ach, Dreckskerl. Wir können nicht weg. Es gibt nur diesen einen Weg. Wir sind zwar mittlerweile schon zweimal aufgeflogen, haben es aber trotzdem bis hierher geschafft. Hey, Kleiner. Was zum Teufel machst du hier ganz allein? Weiß ich selber nicht. Ich muss meine Mama finden. Die Alchemistin? Achso, da ist der. Gute Güte. Du solltest nicht... Ich muss gehen. Wiedersehen. Ja, aber den nochmal wiedersehen ist eine andere Frage. Ich kann es mir nicht vorstellen. Da drüben ist keiner mehr. Eieieiei. Worauf haben wir uns denn hier bitte schön eingelassen, Freunde? Was geht hier denn ab? Und wir haben hier überall, guck mal einer an, überall so ein paar kleine Feuer, die wir entzünden könnten. Hätten wir eine Schleuder dabei. Magistra Deru. Ja, redet mit Mama. Zum letzten Mal werdet ihr meine Fragen beantworten.
Ich stelle mich mal hier hin, sicherheitshalber. Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal? Oder warte mal, dass wir was sehen können. Hinweg? Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Okay. Oh nein, er kommt zurück. Schnell verstecken. Der kommt wieder. Unser Versteck haben wir schon. Ich hoffe, der biegt jetzt nur nicht hier ab. Macht er nicht. Der geht da vorne weiter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt kommt das große Wiedersehen. Nach 14 Kapitel Trennung. Das große Wiedersehen Mama Beatrice und Hugo der Ruhm. Und die große Frage ist, wie geht's ihr und wie sieht sie jetzt aus? Mama? Ah. Mama. Hugo? Aber sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Du musst gehen, wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Hugo, haben sie dir Blut abgenommen? Oh mein Gott. Hör zu, Hugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Kommst du dorthin? Gut, dann los, geh. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Und sie hat sich ja erstaunlich gut gehalten. Finde den Schlüssel zu Beatrice Zelle. Man sieht natürlich, sie hat Verletzungen im Gesicht, sie hat Verletzungen am Oberkörper, Einschnittstellen und so weiter und so fort. Liegt da im Dreck herum, das Kleid komplett zerfetzt. Aber das Wichtigste und die Hauptsache ist, sie lebt. Dass wir der sind, der sie hier rausholt, hätte sie wahrscheinlich nicht gedacht. Das hätte ich mir aber auch nicht gedacht, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich habe gedacht, das wird vielleicht mal eine Überraschung von Millie beispielsweise werden, dass die sie hier rausholen. Aber dass der kleine Hugo hier ins Hauptquartier der Inquisition kommt, in irgendeine Kathedrale, das hätte ich mir nicht denken können. Wenn ich zurückkomme, muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senior Nicholas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Mehr Autorität, Ergebnisse. Nun der Folterknecht muss effizient sein. Kein unnötiges Spektakel. Dame. So weich. Egal, die Klingen sind geschliffen. Hammer, Zange, Brandeisen, Säge, alles bereit. Habe ich was vergessen? Wenn der Hauptmann dabei ist, gehe ich besser auf Nummer sicher. Na, kontrollier du mal lieber noch deine Ausrüstung. Ich höre hier überall die Ratten umherstreifen. Da unter uns sind sie schon. Die Frage ist, wie können wir die denn da rausholen? Sag mal, da sind natürlich wieder in diesen Käfigen überall die Leute drin, die denen zum Fraß vorgeworfen wurden, genauso wie die hier. Da ist auch nur noch der Oberkörper offen. Oh, fuck. Was ist das? Oh, scheiße. Ich hoffe, er sieht uns jetzt nicht. Das Wichtigste ist, wir haben nichts verpasst. Hm? Nichts zu berichten. Genau, würde ich auch sagen, lieber wieder zurück zum Posten gehen, ist eine bessere Alternative. Ich habe schon mal gesehen, da hinten haben wir ein Licht, das wir benutzen können. Wir haben dort irgendeinen Hebel und hier in der Tür können wir auch irgendwas machen. Da hängen die Schlüssel, ach so. Aber was soll man denn damit anfangen? Uah. Das sind jetzt aber unsere Ratten, oder? Genau, das sind die Ratten, die wir steuern könnten. Wir kommen da eh nicht drüber. Hm.
Aber wie soll man die denn hier wegbekommen? Frag ich mich, können wir die da irgendwie raustreiben aus dem Ganzen? Ich habe keine Ahnung. Was uns dieses Licht da bringen soll, da drüben hätten wir auch noch mal eins. Wenn Amicia hier wäre, nein, ich brauche sie nicht. Na, irgendwie schon. Nach oben wird's auch gehen. Aber was sollen wir denn hier, bitteschön? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe keine Ahnung. Da vorne ist auch keine Leiter mehr. Liegen da auch Leichen drin? Ich glaube fast ja. Na, Glückwunsch. Runter kommen wir da auch nicht mehr. Ach so, wir müssen da rüberkommen. Na, immerhin. Oh, die Ratten. Die haben alle Angst vor den Ratten. Wenn ich sie befreien könnte. Ja. Aber wie denn? Wie denn? Wie denn? Wie denn? Und damit den Lichtern in die richtige Richtung lenken. Das wäre die Idee. Hinter dem Ganzen. Aber wie befreien? Das ist die große Frage. Durch den Hebel da unten möglicherweise. Guck mal, wir haben hier nochmal eine Leiter, um runterzugehen. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ich meine, das ist jetzt einfach nur mal probehalber ein Test. Boah, ich hoffe, der sieht mich nicht. Hallo, hallo. Oh, der ist für die Käfige. Probieren wir es mal. Mal gucken, was da passiert. Schnell, schnell. Sehr gut. Weg mit euch. Jetzt schnell der Schlüssel. So, die andere flieht auch. Das Problem ist halt nur, wir haben jetzt keine Möglichkeit, da durchzukommen. Außer natürlich mit den Lichtern. Ich muss durch. Ich muss die Ratten vertreiben. Die Ratten wissen zwar, wir haben die Prima Macula in uns, aber die greifen uns trotzdem an. Das ist das Problem. Das heißt, wir müssen jetzt hier mit den Lichtern uns irgendwie einen Weg bahnen durch das Ganze durch. Ja, da kommen sie schon. Na Glückwunsch, na Glückwunsch, na Glückwunsch. Sie nehmen keine Laternen. So, wir haben uns ja hier schon mal halbwegs einen Weg gebahnt. Den müssen wir bis zur anderen Laterne machen. Dass wir quasi von einem Licht bis zum anderen durchkommen. Nicht hinsehen, nicht hinsehen. Oh, es funktioniert. Kusch. Und dann Richtung Schlüssel. Überall die Leichen. Eieieiei. Und sie können uns nichts anhaben. Ja, siehst du, Amicia, Mama wird... Oh, mein Kopf. Hört auf zu schreien. Eieieiei. Es wundert mich, dass die Ratten uns überhaupt angreifen. Wir waren ja auch bei unserer Wohnung wieder, bei unserem Häuschen. Und haben dort gesehen, in unserem Zimmer waren die Ratten nicht. Die waren überall, haben das gesamte Haus, das gesamte Anwesen verwütet, aber im Zimmer von Hugo waren sie nicht. Aber hier greifen sie ihn trotzdem an. Oder würden es zumindest, wenn das Licht jetzt hier nicht scheinen würde. Interessant. So, und die große Frage ist jetzt weiterhin, wie kommen wir denn da weiter? Ich glaube, ich weiß es. Wir müssen uns erstmal mit dem Lichtchen einen Weg nach da drüben bahnen. Wir haben ja mittlerweile den Schlüssel mitgenommen. So. Und dann nochmal mit dem Licht von da drüben. Sollten wir hier hin. Und dann hoffentlich wieder zurückkommen. Problem ist jetzt eher, wie kommen wir denn da wieder zurück? Geschafft! Ganz allein. Na, weiß ich nicht. Wie kommen wir denn da zurück? Können wir hier einfach drüber? Glaube ich fast nicht. Wir müssen ja erstmal auf die andere Seite. Scheiße. Sie können immer noch durch. Ich muss sie da wegbekommen. Na eben. Vielleicht mit der anderen Laterne. Ja, aber zur anderen Laterne kommen wir jetzt auch nicht mehr so einfach hin. Das ist ja das Problem. Okay, warte mal. Ich habe einen anderen Plan.
Wir werden mit der anderen Laterne einfach mal auf uns leuchten. Beziehungsweise auf den Weg, der da reinführt. Dass da quasi keiner mehr raus kann. Und mit dieser Laterne nach da hinten. Und haben vielleicht dann einen Weg in die Freiheit. Mal gucken. Hallo? Genau. Das sieht gut aus. Und jetzt da hinüber. Und dann durch. Dann ist keine Ratte mehr im Weg. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass das funktionieren wird. Hat ein bisschen schwieriger ausgesehen am Anfang. Sehr gut. Komm, schnell. So, also Schlüssel abgeben und mal gucken, ob wir fliegen können. Alles ist gut. Dir tut niemand mehr weh. Mein Held, wie fühlst du dich? Dein Kopf? Sie spricht jetzt mit mir die ganze Zeit. Und was sagt sie? Sie sagt, ich soll mich hier anschließen. Die erste Schwelle. Mama, ich hab Angst. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme, kannst du ihr antworten? Hugo, kannst du sie hören? Ja, sie haben alle dieselbe Stimme. Sie tut mir im Kopf weh. Ignoriere sie nicht. Gib dich ihr völlig hin. Hab keine Angst. Ja. Imperium Hugo kann jetzt Ratten kontrollieren. Halte Steuerung gedrückt, um zu zielen und dann die linke Maustaste, um die Ratten zum Zielbereich zu schicken. Das heißt, wir haben mittlerweile herausgefunden, wie wir die Ratten kontrollieren können. Und was genau wir mit ihnen anstellen, das werden wir dann ausfinden in der nächsten Folge. Danke dir fürs Zusehen von dieser Runde hier bei Let's Play Black Tail Innocence. Und es geht dann sehr spannend weiter morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!